Willkommen zurück zu King's Quest 7, The Princeless Brides. Wir haben beim letzten Mal Kapitel 2 begonnen. Wir wurden in die trollische Unterwelt befördert. Und sind jetzt Rosalla, nicht mehr Valanice. Hier vorne wurden wir aus dem Spiegel gezogen, wir erinnern uns. Da vorne reagiert tatsächlich was. Erstmal alles abtasten. Aha, was ist das? Ein Schild. Sieht gut aus. Mit, einem Stachel vorne dran. Okay. Der Stachel ist jetzt in unserem Inventar. Wunderschön, das ist eine Schildspitze, die wir jetzt besitzen. Des Weiteren haben wir beim letzten Mal schon einfach so eine Spielzeugratte erhalten. Mit wunderschönen, glubschigen Augen. Als allererstes ist hier vorne auf jeden Fall irgendwer irgendwas. Also gucken wir mal hier rein. Ach, wie schön, ein Lavabad. Können wir da mit rein? Trollsuppe. Na gut, es ist Trollsuppe. Hi. Herr Troll, darf ich mit dir reden? Vielleicht. Nope. Ratzt. Okay. Das scheint nichts zu werden. Dann nicht. Die schlafen. Lassen wir sie in Ruhe. Plötzlich Charakter. Okay. Hi. Widerliches Mistviech! Warum gehst du überhaupt zu dem hin? Wolltest du die Trollsuppe angucken? Jetzt geht sie wieder weg. Hä? Wo war der Sinn darin, dass sie überhaupt erst da reingegangen ist? Ja, Hogar, jetzt kommst du aber ins Schwitzen. Quatsch, ich hab keine Angst vor dat scheußliche Mädel. Wenn ich wollt, könnte ich sie wie eine Möhre in zwei Hälften brechen. Ja, mach. Ja, ist ja gut, sie steht gerade hinter dir. Getrollt. Ja. Das war nicht witzig, Blotar. Kollege, wie redest du? Unterhalb von Lava. Davon ab. Hi. Jetzt können wir hoffentlich mit denen reden. Entschuldigung, meine Herren. Aber wer war diese große, imposante Frau? Ihr Name ist Malicia. Und um die Wahrheit zu sagen, junge Dame, niemand weiß, wer sie wirklich ist. Das klingt ja gar nicht nach einem bösen Namen. Ich weiß, wer sie ist. Sie ist ein Scheusal, das ist sie. Halt die Klappe, Hogar. Du hast ja von nichts eine Ahnung. Es gibt Trolle, die behaupten, sie ist eine böse Fee, die aus Eteria rausgeworfen wurde, von da oben in den Wolken. Geworfen wurde? Alles, was ich weiß, ist, dass sie früher nicht hier rumhing. Aber jetzt ist sie da, die ganze Zeit. Gute Stimme. Wir würden dir gern mehr erzählen, hübsches Fräulein. Aber das lassen wir lieber. Gut, dann nicht. Verzieh dich halt. Mir doch egal. Geh hier wieder weg. Okay, wir haben allerdings noch einiges weiteres, was wir hier erkunden können. Da sind überall noch Eingänge. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier unten links an, weil wir gerade auch in der linken Hälfte sind. Ah, ich mag die Musik hier drin. Hallo. Entschuldigung, Meister, aber ich habe mich gefragt. Oha. Zermarte dir nicht länger dein kleines Hirn, du süßes Knöllchen. Ich bin der Troll deiner Träume. Jetzt geht's aber los. Hör mir gut zu, ich bin mit dem König verlobt. Du hast richtig gehört, mit dem König. Ups. Oh, naja, ich respektiere den König, Otar. Darauf kannst du wetten. Tut mir leid, mein kleines Runkelrübchen, aber mit unserer Liebe soll das wohl nicht sein. Aber sag Bescheid, wenn er sich das anders überlegt, okay? Da. Yeah. Ja, total. Wunderbar. Was mit dem Kollegen hier? Der sieht ein bisschen vernünftiger aus. Ein bisschen. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin Rosella von Daventry. Oh, das ist schon in Ordnung. Es stört mich nicht, von einem entzückenden Wesen wie dir unterbrochen zu werden.
Was kann ich für dich tun? Ich mag, wie der Typ da stillsteht. Du bist wirklich der höflichste Troll, den ich je getroffen habe. Oh, Entschuldigung. Ich meine... Entschuldige dich nicht, meine Liebe. Ich verstehe schon. Wofür soll sie sich entschuldigen? Ich halte es in der Gesellschaft der meisten anderen Trolle auch nicht aus. Der Meisterjuwelier Oppi Goldwert steht zu deinen Diensten. Du magst keine anderen Trolle? Du musst sehr einsam sein, Oppi. Das bin ich, Rosella. Um die Wahrheit zu sagen, ich gebe alles darum, diesen Ort zu verlassen. Am liebsten würde ich nach draußen gehen und mein Glück in der Welt versuchen. Vielleicht könnte ich sogar Hofjuwelier von Etheria werden. Und warum versuchst du es nicht? Vielleicht, weil er ein Troll ist. Ich habe kein Geld dafür. Alles, was mir gehört, sind dieser alte, schäbige Hammer und dieser verkratzte Meißel. Das für ein Juwelier ist er natürlich schlecht, wa? Entschuldige, meine Liebe, aber ich muss wirklich erst diesen Auftrag erledigen. Okay. Also er hat auch zu tun. Dann gucken wir das mal weiter um. Vielleicht ist ja noch irgendwas Spannendes. Hier stinkt's nach faulen Eiern. Viel interessanter, hier vorne hängt eine Lampe oder sowas ähnliches, das wir uns erstmal schnappen werden. Immer her damit. Meins? Ich schätze, es ist eine Lampe. Es könnte auch was völlig anderes sein, so wie das Ding aussieht. Nein, eine Laterne. Okay. Wir sind im Besitz einer Laterne. Außerdem reagiert die grüne Suppe hier vorne. Igitt! Was ist das? Grünes Wasser? Das Zeug brauchen wir auf jeden Fall. Für Mathilde, das wissen wir bereits. Davon ab wäre hier hinten noch etwas. Schauen wir uns das doch mal an. Puh! Also hier kommt der Gestank nach faulen Eiern her. Wie wär's, wenn du einfach mal hingehst? Sieht irgendwie tödlich aus. Puh, da wird ja einem ganz anders. So wie sie reagiert, ist das nicht so einfach, darüber zu kommen. Okay. Was ist denn, wenn wir erstmal darüber springen? Bounce. Oh, wunderbar. Die Hasenstrategie. Bounce. Wunderschöne Animation, sehr flüssig. So, jetzt aber. Vielleicht ist das Schwefel. Das würde erklären, warum es nach faulen Eiern riecht. Es ist nasser Schwefel. Noch viel schlimmer als Schwefel, es ist nasser Schwefel. Black. Okay, wir können wieder zurückgehen. Wir hätten das Problem gelöst. Bounce. Bounce. Wunderschön. Okay. Wir haben nassen Schwefel eingesammelt. Außerdem haben wir eine Lampe, eine Schildspitze, ein Schild und eine Ratte. Okay. Interessantes Line-up an Items. Außerdem brauchen wir irgendeine Aufbewahrungsmöglichkeit für die grüne Flüssigkeit. Oh, ich sehe neue Dinge. Ich kann nichts machen, er macht irgendwas. Okay. Was ist das? Oh nein, ich muss wieder mit ihm reden. Das kleine Tussi ist eine Form zum Gießen von so Sachen. Ich hab da was von einem heißen Silber reingegossen, siehste. Und wenn es kalt ist, hab ich einen Löffel. Okay, das brauchen wir. Dann... Das reagiert nicht mehr. Hey, ich brauch den Silberlöffel. Gib mir den Silberlöffel her. Ja, ich weiß doch. Nein! Geh weg, Mann. Okay, er redet nicht mehr mit mir. Was ist mit diesem Ding da? Ist das Einzige, was hier noch reagiert. Kann ich mir diese Zange für ein paar Minuten leihen, Meister? Das darf ich dich nicht machen lassen, Zuckerschnäuzchen. Aber wie wär's stattdessen mit dem feuchten Schmatzer, Nein, danke. Dein Fehler, Keksgesicht. Boah. Drecksack. Okay, ja.
Okay, wir müssen irgendwie den Löffel von ihm kriegen, aber wir haben momentan nicht so wirklich Möglichkeiten, habe ich das Gefühl, ihm den Löffel abzunehmen. Na gut, wir verschwinden erstmal wieder von hier. Wir haben auch noch eine rechte Seite der Höhle zu erkunden. Beziehungsweise der Trollunterwelt. Hier oben hat sich was verändert. Da war eben irgendwann eine andere Pixel hier oben rumsaßen. Ah. Weißt du, Winnie, ich habe in letzter Zeit irre Schlafprobleme. Bloter schnarcht wie ein Drache mit Sodbrennen. Das kann ich dir sagen, ihr glaubt ihr, ich habe dasselbe Problem mit Hogarth. Oh. Deshalb nehme ich jetzt feuchten Schwefel. Boah, die Synchronstimme. In der Nacht werfe ich davon einen Klumpen ins Feuer und das Problem ist erledigt. Ich schlafe dermaßen tief, dass mich der Hogarth manchmal mit einer Blume wecken muss, die er mir unter den Rüssel hält. Du musst ja schlafen wie ein Stein, dass du eine hässliche, stinkende Blume brauchst, damit du aufwachst. Ja, ja, man lernt jeden Tag was Neues. Trollprobleme. Okay, also Schwefel ins Feuer und eine Blume zum Aufwachen. Das sind doch schon mal wichtige Informationen. Entschuldigung, liebe Damen. Habt ihr irgendetwas von Malicia gehört? Hallo? Oh, schau mal, Winnie. Das ist die neue Braut des Königs. Ist sie nicht ein süßes, kleines Ding? Oh, meine Liebe, du musst der glücklichste Troll der Welt sein. Bestimmt. Oh, das wird die wundervollste Hochzeit, die es je gegeben hat. Und wird bestimmt die wunderschönste Braut sein, nicht wahr? Och, ich muss immer weinen bei Hochzeiten. Werden beide Trolle von derselben Person gesprochen? Ist ja schrecklich. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Ich drück gleich auf den Pfeil. Okay, mit denen rede ich nicht nochmal. Das ist ja schlimm. Okay. Ich find's interessant, dass sie manchmal Malicia, manchmal Malicia sagen zu ihr. Das ist interessant. Naja. Okay, wir gehen jetzt erstmal nochmal zu dem Mr. Schmied runter, denn wir haben gerade erfahren, dass wir ihm hier Schwefel reinschmeißen sollen ins Feuer. Hier. Nochmal rein da. Hallo, wo gehst du hin? Bleib hier, du sollst ihm da Schwefel reinschmeißen. Komm nochmal zurück. Komm nochmal zurück. Vielleicht musst du es auch von der anderen Seite machen. Da, Schwefel reinschmeißen und so. Scheinbar musst du es von der anderen Seite machen. Okay. Also lassen wir sie in meiner halben Stunde jetzt quer um dieses blöde Ding rumtuckern. Ach, geht auch schneller, Mensch. Aha, aha. Sehr gut. Vielleicht sollten wir auch mal ausweichen. Was ist los, Mama? Ist es Zeit, um in eine Falle zu gehen? Angenehmes Flohbeißen. Lecker. Jo. Der ist fertig. Hallo. Mal eben checken, ob er wirklich schläft. Gute Nacht, Mama. Jo. Gute Kick rein. Nacht, du Riesenblödmann. ich mag's sehr. Okay. Das ist viel zu heiß, um es anzufassen. Au. Wir haben hier was von der Zange gehört, die wir beim letzten Mal noch nicht nehmen durften. Dann schnappen wir uns auch für die Zange. Nimm her damit. Können wir das Ding vielleicht mit der Zange einfach mitnehmen. Meins. Okay, ich kann es noch nicht angucken. Hier vorne können wir es kühlen. Da ist ein Eimer Wasser. Nix wie rein damit. Wozu hat man denn eine Zange, wenn man sie nicht ausnutzt? Warum hat er das eigentlich nicht schon längst gemacht? Scheint verdammt kaltes Wasser gewesen zu sein. So schnell wie das Ding abgekühlt ist. Ist nur minimal unrealistisch, aber okay. Ist ein King's Quest. Dahinter frage ich nicht so viel. Scheinbar können wir diese Zange auch gar nicht mitnehmen. Ich muss sie wieder zurückhängen. Hm. Naja. Whatever. Sehr ungewöhnlich, dass man Items nur temporär in einem Bildschirm verwenden darf und dann wieder zurückgeben muss, aber na gut. Halten wir uns an die Regeln, die dieser Bildschirm für uns bereithält. Wir haben einen Silberlöffel. Sehr gut. Ein Item für die Sammlung. Okay, davon ab haben wir immer noch eine andere Hälfte der Höhle, die wir untersuchen können, nachdem wir den Silberlöffel schon mal erbeutet haben. Eine wichtige Zutat für unsere Rückverwandlung aus der Trollform. Davon ab haben wir noch nicht so viel, um uns wieder zurückverwandeln zu können. Ja, dann würde ich sagen, hier ist ein Thron.
Die Trollkönigin gibt sich die Ehre. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die rechte Hälfte der Trollhöhle erkunden werden, jetzt wo wir den Silberlöffel abgestaubt haben. Also, bis zum nächsten Mal. See ya!